Fußball-Samstag im Istanbuler Stadtteil Beşiktaş. Die Fans des gleichnamigen Traditionsvereins treffen sich immer schon Stunden vor dem Spiel. Ihr Verein in Schwarz-Weiß steht auf Platz 2 der Tabelle, aber die Stimmung ist gedrückt. Sie alle hier müssen sich demnächst vor Gericht verantworten. Wegen, so lesen sie immer wieder ungläubig in der Anklageschrift, Bildung einer terroristischen Vereinigung zum Umsturz der Regierung. Wir sollen dabei von ausländischen Gruppen unterstützt worden sein. Ich weiß von nichts, auch nichts von den internationalen Geldquellen, die uns laut Anklage finanzieren. Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll. Die Istanbuler Gezi-Proteste im Sommer vergangenen Jahres brachten die damalige Regierung Erdogan in große Bedrängnis. Hunderttausende Menschen im ganzen Land forderten den Rücktritt. Mittendrin auch die Fans der ansonsten verfeindeten drei großen Istanbuler Clubs Galatasaray, Fenerbahçe und Beşiktaş. Die schwarz-weißen Anhänger aus Beşiktaş seien an den Ausschreitungen wesentlich beteiligt gewesen, behauptet die Staatsanwaltschaft. Ihr Ziel, der gewaltsame Umsturz der Regierung. Menschenrechtler sehen in solchen Verfahren einen Rachefeldzug der Regierung gegen die Demokratiebewegung im Land. Gegen mehr als 5000 Teilnehmer der Gezi-Proteste laufen derzeit Gerichtsverfahren. Gegen die Bürgerinitiative Solidarität mit dem Taksim wird wegen Bildung einer kriminellen Bande ermittelt. Und nun diese absurdeste aller Anklagen, Fußballfans als Putschisten. Das Stadion von Beşiktaş am Bosporusufer nicht weit vom Taksimplatz gelegen. Derzeit wird es umgebaut. Im gleichnamigen Stadtteil rund um den Schwarzen Adler, dem Symbol des Vereins, lebt westlicher Lebensstil gepaart mit kleinstädtischer Geselligkeit. Alkohol wird hier zu jeder Zeit und auch auf der Straße getrunken. Ritvan Akar hat ein Buch über die Geschichte des 1903 gegründeten Vereins geschrieben. Konflikte der Beşiktaş-Anhänger mit der Obrigkeit habe es immer schon gegeben. In diesem Stadtteil stimmten bei den letzten Wahlen rund 80% für linke Parteien. Beşiktaş-Fans fanden sich eigentlich immer an der Seite des kritischen Teils der Gesellschaft, zum Beispiel bei Protesten gegen die Atomkraftpläne der Regierung. Oder sie kämpften für die Rechte von christlichen Minderheiten. Das hat schon früheren Regierungen nicht gefallen. Der Sprecher der Fans, Ayhan Güner, bestreitet nicht, an den Gezi-Protesten teilgenommen zu haben. Ihm sei es um die Rettung des Parks auf dem Taksimplatz gegangen. Beweise für die Beschuldigungen der Staatsanwaltschaft gebe es nicht. Und die Menschen im Stadtteil stehen hinter ihm. Unsere Jungs sind auf den Taksimplatz gegangen, um zu helfen. Weiter nichts. Das ist das Großartige. Dieser Verein ist im Volk verankert. Er gehört nicht bloß den Funktionären und Spielern. Hier drumherum wohnen ganz einfache Menschen in Zwei-Zimmer-Wohnungen. Angestellte, Arbeiter, einfache Beamte, Rentner. Hier fühlt man sich nie allein. Und dann gibt es das Ligaspiel ihres Vereins Beşiktaş wieder nur auf der Leinwand. Denn Ayhan Güner und seine Freunde haben polizeiliches Stadionverbot. Sie treffen sich stattdessen bei der Trauung eines Fankameraden. Sie suchen den Zusammenhalt jetzt erst recht. Noch vor einigen Jahren hätte uns die Todesstrafe gedroht. Jetzt könnte es lebenslänglich sein. Aber wir versuchen einfach drüber zu lachen. Diejenigen, die hinter diesem Prozess stehen, müssen sich eines Tages gegenüber ihrem Gewissen verantworten. Vorläufig ein schwacher Trost. Dann gibt sich das Paar das Ja-Wort und Trauzeuge Ayhan Güner steht auch im Mittelpunkt. Bei seinem ersten Prozesstag Mitte Dezember werden sie alle im Gericht sein.